Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dead Space 2. Ihr seht schon, ich habe ein Sturmgewehr ausgerüstet, denn ich glaube, ich kann mich erinnern, was jetzt gleich kommen wird. Nämlich wieder so eine Szene. Haha, wir spawnen dir 50.000 Gegner aus dem Arsch. Deswegen... Munition! So, wie viel Schuss habe ich jetzt? 725! Dann würde ich sagen, mit diesen 725 Schuss werden wir jetzt ein bisschen Schaden anrichten. Genau, ungefähr so. Oh. Stirb doch einfach. Kann aber nicht so schwer sein. Gott. Gut, dass es nicht stockfinster ist, oder? Das finde ich echt spitze. Oh, Maschinen. Okay, das war 100% nicht alles an Feinden. Da kommt bestimmt noch einiges mehr. Und ich habe so das Gefühl, dass ich nicht mehr auf der Titan Station bin. Nur so nebenbei jetzt erwähnt, irgendwie. Ach Gott, was ist das für ein Komplex? Ach herrje. Oh, was zum Heil. Was zum Heilen ist gut. Mein technisches Eingebungsvermögen sagt mir, dass dieses Panel kaputt ist. Das ist auch kaputt. Hier ist alles kaputt. Wow! Daneben, Freunde. Ich liebe dieses Sturmgewehr. Kann ich da nirgendwo runter? Ich muss doch hier irgendwo runter können, oder? Ach, da vorne ist die Schräge. Hahaha. Gott, bin ich klug. Ich bin so klug. Ja, bitte. Wow, da ist er. Ja, da ziehst du die Gülle aus dem Arsch, ne? Okay, bisher geht's ja noch ganz gut. Aber warum habe ich so das schleichende Gefühl, dass sich das bald ändern wird? Ja, bitte. Da gurgelt er. Ah, jetzt wird's eng. Tja, kleines Baby, du gehörst in den Kindergarten zur Zeit, ja? So, mal kurz heilen, mal wieder Munition mitnehmen, mal wieder ein bisschen auf Gegner rumtrampeln. Boah, ich hab schon wieder 200 Schuss verballert. Leute. Ich muss mich echt am Riemen reißen. Das sind wirklich keine Süßigkeiten, die ich hier rumwerfe, ja? Ja, dich habe ich gesehen, meilenweit. Ah, wo? Ach, da! Läuft mir von den Beinen rum. Ja, huch. So, habe ich jetzt nur das Zufall aktiviert. Warum müssen es immer kleine Kinder und Babys sein als Feinde? Warum? Warum?
gehe jetzt da mal davon aus, dass ich diese Box hier austauschen muss. Sehr wahrscheinlich mit der anderen Batterie. Irgendwas grunzt und gurgelt da noch im Hintergrund. Ich höre es ganz deutlich. Ha! Da, 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 da! Was ich hier mache, sieht zwar brutal aus, aber es ist wirklich innerste Liebe von mir, ja. So, wir nehmen diese Batterie mal ganz langsam mit. Und lassen die dunklen Ecken hier nicht aus den Augen, ja. Da kann immer noch etwas lauern. So, jetzt spawnen wahrscheinlich wieder Gegner. Wow, ich habe Licht gemacht. Den habe ich aufgeweckt anscheinend. Mittagsschlaf vorbei, zurück an die Arbeit. Der war gut erwischt. Scheiß Babys. Bin ich hier bei Yoshi's Island oder was? Scheiß Viecher. Gut, dass ich mir extra Munition gekauft habe, bevor ich hier reingegangen bin. Ja, ja, ich habe schon gewusst, warum. Wow! Wow, alter Schwede! Haha, da geht was. Da spratzt die Soße nur so von links nach rechts. Aber es sind schon wild penetrante Gegner, muss ich sagen. Also die hören wirklich nicht auf, mir nachzulaufen. Und jetzt könnt ihr mich mal an die Käsefüße lecken, Jungs, ja? Denn ich gehe jetzt hier durch die Tür. Achtung, alle Schichtarbeiter. Merken Sie sich den Standort der nächsten Überlebenskammer. Bei einem Einsturz sind Sie Ihre einzige Hoffnung auf Überleben. Eine Überlebenskammer? Nennt man das heute so, ja? Speierpunkt. Speierpunkt. Das ist das Einzige, worüber ich mich jetzt freuen kann, ja? Ein Speierpunkt. Speierpunkte sind toll. Da sind sie ja, Isaac. Ah. Wir haben auf sie gewartet. Jetzt sind sie an der Reihe. Oh Gott. Ellie. Schritt 3, dann werden sie sehen. Ellie. Sie schulden mir ein Auge. Okay, Stross hat Ellie wirklich das Auge ausgestoßen und jetzt ist sie ein bisschen sauer auf Stross, würde ich mal sagen, ja. Ich meine. Oh! Au, 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 au! Heilige Scheiße, was geht denn ab? Hallo und willkommen in der Schwerelosigkeit, ja, wundertoll. Ellie hat gelogen, sie wird nicht helfen, aber sie, Isaac, sie werden sie nach Schritt 3 sehen. Isaac, er ist weggelaufen, tiefer in die Minen. Ich habe hier auch ein paar Probleme. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ah, okay. Keine Rubinleiter will ich schon. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Da, puh. Okay, ich muss da wahrscheinlich wieder irgendetwas drehen. Da gibt's Sauerstoff. Okay.
Frage ist, was muss ich da drehen? Hier sind Laser. Ah, ich sehe schon. Ah, es war falsch. Komm zurück. Duh. Ich bin so schnell. Okay, hier gibt es nochmal O2. Das Problem ist immer, dass man da immer alles mit sich rumdreht, ja, die ganze Ansicht. Und an der Zeit weiß man einfach nicht mal, wo man ist. Okay, ich muss diese Haftminen wahrscheinlich an diese Lasergeschützturmbarrikaden anbringen. Denke ich mir jetzt mal so. Jawohl. Damit der da weg. Okay, der ist weg. Dann ist es nur noch einer, nämlich hier der obere. So, wieder so eine Düse mitnehmen. Ach, da wäre sogar eine angebracht gewesen. Naja, gut, ist ja egal. Jetzt habe ich sie schon in der Hand. So, dann gehen wir aus dem Weg. Damit ich hier rein kann. Ich bin ziemlich sicher, dass ich hier rein muss. Munition. Ja, aber ich bin schneller als ihr. So, nochmal Sauerstoff. Und am besten gleich hier durch die Tür. Oh, nee. Okay, dass das nicht funktionieren konnte, war logisch irgendwo. Aber man probiert es ja trotzdem, ne? Viel Heilzeug habe ich noch. Eins. Jetzt gar keins mehr. Wie viel Heilzeug ist ja auch nichts. Austritt Vakuum. Oh. Ellie, ich bin wieder drin. Wo sind Sie? Wo ist Stross? Ich bin jetzt in Sicherheit. Aber er hat sich verirrt. Ich glaube, er kommt auf Sie zu. Ich habe etwas gefunden, das Sie sicher interessiert. Hier ist mein Standort. Beeilen Sie sich. Ich bin nicht wirklich in der Lage zu kämpfen. Ich komme so schnell ich kann. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich stelle dich da nicht so an, nur weil du ein Auge verloren hast. Mein Gott. Frauen mit totale Weicheier, ja? Aber überall dabei sein wollen. Ja, so ist das. Ich meine, sie hat voll den Vorteil. Sie fühlt sich jetzt deutlich einfacher, wenn sie Pirat spielen will, ja? So, Aufzug oder was? Ja, natürlich Aufzug. Was denn sonst? Es ist immer ein Aufzug. Ah, Gott, wo bin ich denn jetzt wieder? Au, wo denn? Hä? Ich hör's, aber ich seh's nicht. Ah, es kriecht lüstern auf mich zu. Guckt's euch an. Ausgekrochen, junger Freund. Ah, nicht schon wieder. Ich muss echt mal meinen Anzug checken, ob da nicht irgendwo ein Schild dranhängt. So, bitte tötet mich oder irgendetwas ähnliches. Ja, also... ist mir nicht mal ganz geheuer. Oh, Medikit. Wow! Gott, da brauche ich mit dem Plasma-Cutter gar nicht mehr anfangen. Was liegt denn hier? Ein Energieknoten.
Ja, wie ich bereits schon immer gesagt habe, Dauerspawn von Feinden macht ein Spiel nicht gruselig, es macht ein Spiel nervig. Ah, der lebt noch. Nein, nicht knutschen. Nein, nicht knutschen. Ah. Schmust mich der Kerl einfach ab. Kann ja nicht sein, oder? Wenn ich das machen würde, jeden Tag auf Arbeit, hey. Hoho, da wäre was los. Servus. Ah, das ist auch eine geile Ansage. Sie werden überwacht. Zeigen Sie, dass Sie stolz sind. Okay. Schema, ein erweiterter Anzug. Ja, das hat sich wirklich gelohnt. Jetzt müsste ich nur noch einen Shop finden, damit ich mir den kaufen kann. Bringt mich das um, wenn ich da durchgehe oder nicht? Ja, es macht Aua. Aber es hat mir anscheinend nicht wirklich was abgezogen. Ich glaube, ich habe die Kiste abgefangen. Gott sei Dank. Ich höre Geräusche. Ho, 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 ho. Das ist meins und das ist meins. Das ist sowieso meins und das Ding trifft mich nicht. Ah, an der Wand. Moment. Du bekommst mal Stase. Sie bekommen auch Stase. Und dann husche ich mal ganz elegant geschwind vorbei. Während die eine Stunde später nach mir schießt. Da, das Blech ist alt, das muss weg. Da sind sie ja. Sie müssen sich hier stellen für mich. Sagen Sie ihr, dass ich es nicht wollte. Strass, ich bin's. Finden Sie sie. Hör auf damit. Sagen Sie es ihr. Strass. Schritt 3. Oh Gott. Sie ist hier. Warum haben Sie das getan, Strass? Du hast einen Schrammzieher im Kopf, Junge. Warum haben wir den Kerl das ganze Spiel über bewacht, wenn wir ihn jetzt am Schluss eh nur abstechen? Kann mir das jemand sagen? Cool, ich bin wieder hier. Warum bin ich jetzt da reingegangen? Nur um Strass zu töten, oder was? Das hat sich ja gelohnt. Gibt irgendwie für mich keinen Sinn, aber okay. Leute, wie es weitergeht hier in Dead Space 2, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Strass ist tot und jetzt gucken wir mal, wo unsere junge, hübsche, einäugige Begleiterin rumturnt, dass ich die wieder einsammeln kann. Also Leute, stay tuned und wie immer, so long!